Es gibt spannende Neuigkeiten von unserem Freund Günther Oettinger aus Baden-Württemberg. Dem Ministerpräsidenten ist großes Unrecht widerfahren. Zwei vorlaute Kollegen vom ARD-Magazin Panorama haben ihm neulich aufgelauert. Hintergrund waren die Managerboni an die Chefs der Landesbanken. Betroffen angeblich auch der Chef der Landesbank Baden-Württemberg. Auch er soll plötzlich wieder mehr als die ausgemachten 500.000 Euro im Jahr bekommen. Warum zahlen Sie denn Ihrem Vorstand mehr als das, was an der Gehaltsobergrenze beschlossen worden ist? Ich zahle Gebühren und erwarte, dass dann meine Anstalten mich in Stuttgart treffen oder in Berlin treffen, nicht hier. Was hat er gesagt? Meine Anstalten? Meine Damen und Herren, ich glaube, es wird Zeit, Ihnen, den Zuschauern, mal die Wahrheit zu sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht unabhängig. Wir, der SWR, Ihr Lieblingssender, wir gehören Günther Oettinger. Privat. Diese Show senden wir live aus dem Keller von Günther Oettingers Zweitwohnung in Stuttgart-Zuffenhausen. Ja? Sie glauben doch selber nicht, das Publikum würde an dieser Stelle applaudieren, wenn es nicht die Verwandten wären von Günther Oettinger, ja? Die hier sitzen, hier zum Beispiel, die Schwester von Günther Oettinger, hier, die zweite Schwester von Günther Oettinger, hier, der Bruder von Günther Oettinger und hier auch der Vater von Günther Oettinger, meine Damen und Herren. Das ist das Publikum, ja? Und vor allem, alles. Aber wirklich alles gehört unserem Chef, sogar dieser Text, meine Damen und Herren. Ja, dieser Text, dieser verdammte Text, der hier läuft, ist von Günther Oettinger persönlich in diesen Teleprompter reindiktiert worden. Ja, alles Günther Oettinger. Und wir, sage ich ganz offen, wir haben kein Recht, dem Chef Oettinger kritische Fragen zu stellen. Wir, der SWR, können uns ja nicht mal die Anfahrt zu Staatsstellvertreter auf Erden leisten. Denn Ihre Anfahrt bezahle ich auch. So ist es. Ja. Und was soll ich sagen? Er hat recht. Er hat recht mit dem, was er sagt. Unser Dienstwagen ist von ihm gesponsert. Und wenn er ruft und sagt, ich möchte, dass Sie zu mir nach Stuttgart kommen, dann nehmen wir das wörtlich und fahren hin. Ja, bitte. Schröder, SWR-Fernsehen, guten Tag. Wir möchten gerne den Ministerpräsidenten Günther Oettinger kurz sprechen. Ist das möglich? Nein, der ist nicht im Hause. Weil er hat neulich den Kollegen von Panorama gesagt, wenn wir ihn treffen wollten, wir seine Anstalten, dann sollten wir zu ihm nach Stuttgart kommen. Insofern ist es jetzt schade, dass er gar nicht da ist. Ja, kann ich auch nicht ändern. Wann ist er denn wieder da? I don't know. Ich habe seinen Terminkalender nicht im Kopf. Ist er vielleicht wie Herr Althaus einfach schon zurückgetreten und zurück auf die Skipiste gegangen? Glaube ich nicht. Sie haben gerade I don't know gesagt. Das finde ich schon ziemlich heftig, dass Sie einfach hier Französisch sprechen. Warum? Wir sind doch international. Das stimmt. Wir können alles außer Hochdeutsch. Tschüss. Jetzt fahren wir mal zur Villa von Günther Oettinger. Vielleicht ist er hier zu Hause. Er ist heftig verliebt. Da schläft man gerne mal aus. Wer ist denn da? Schröder, SWR-Fernsehen. SWR, was ist denn das? Ihre Anstalt. Die geschlossene? Nein, die offene, also Ihre, die öffentlich-rechtliche. Sie haben doch gesagt, dass Sie uns bei sich in Stuttgart erwarten. Ich bin nicht da. Wo sind Sie denn? Daheim. Wie, im Heim? Nein, daheim. Und was machen Sie daheim? Ich hab Kurs. Sie sind in Konkurs? Nein, Kurs. Logopädie für Anfänger.